Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und jetzt kommen wir zum Wort für den heutigen Sonntag. Wir machen mit der Predigtreihe über die biblische Heilsgeschichte weiter. Die hatten wir ja über die Advents- und Weihnachtszeit ausgesetzt. Und da geht es jetzt heute weiter. Ich lese aber nochmal schlicht und ergreifend ein paar, die ersten Verse von 1. Mose 4, 17 bis 22. 1. Mose 4, 17 bis 22. In der Predigt schauen wir dann den ganzen Rest von Kapitel 4 und Kapitel 5 an. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren, und Irad zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Methushael, und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zillah. Und Ada gebar Jubal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und Zillah, auch sie gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden, und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir fassen heute die zweite Hälfte von Kapitel 4 und das ganze Kapitel 5 zusammen unter dem Thema die vorsintflutliche Menschheit. Dabei behalten wir uns einen wichtigen Aspekt dieses Themas noch für den nächsten Sonntag vor, nämlich Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Das ist dann, werden wir am nächsten Sonntag sehen, für sich nochmal ein breites Thema, das wir heute nicht noch mit unterbringen können. Auch kein ganz einfaches, aber sehr dramatisch. Über Kapitel 4, die gerade gelesenen und noch folgenden Verse, hatten wir uns in der letzten Predigt dieser Reihe schon im alten Jahr Gedanken gemacht unter dem Thema Besonnenheit statt blindwütiger Rache, gerade dann auch noch über die folgenden Verse. Heute schauen wir uns weitere Aussagen an, welche die Bibel über die Urgeschichte der Menschheit macht. Diese Urgeschichte wird in den ersten 11 Kapiteln der Bibel beschrieben. Das ist schon interessant, da packt die Bibel in 11 Kapiteln die ganze Urgeschichte von der Erschaffung von Adam und Eva bis zur Berufung Abrahams. Rund 2000 vor Christus, also in diesen 11 Kapiteln zusammen. Die umfassen also einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Von uns auf Abraham zurück können wir eine einigermaßen genaue Zeittafel erstellen. Man weiß ziemlich genau und kann das auch aus außerbiblischen Angaben nachrechnen und die biblischen Angaben bestätigen. Etwa 1000 vor Christus regierte König David. Um 1450 vor Christus war der Auszug der Israeliten aus Ägypten und circa 2000 vor Christus lebte Abraham. Dagegen wird das mit der Zeit von Abraham zurück bis Noah und Adam sehr viel schwieriger. Und zwar schwieriger, als wir üblicherweise in all unseren deutschen Übersetzungen sehen. Die verweisen merkwürdigerweise noch nicht mal darauf hin. Denn das hängt damit zusammen, dass wir für die 5 Bücher Mose 3 wichtige Quellen haben. Das ist zum einen die sogenannte Biblia Hebraica. Steht im Bücherschrank normalerweise eines jeden Theologen, auch bei mir. Das ist die hebräische Bibel.
die umfasst das ganze Alte Testament und ist die wesentliche Grundlage aller deutschen Übersetzungen des Alten Testaments. Der sogenannte masoretische Text, so nennt man den. Allerdings wurde dieser Text erst 1000 nach Christus fertiggestellt. Also eigentlich ein relativ junger Text. Da kommen wir nochmal drauf. Die nächste Quelle für das Alte Testament ist die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Weil aber das Alte Testament ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde, bevorzugt man in der Regel heute den hebräischen Text der gerade gesehenen Bibel, obwohl die 1200 Jahre jünger ist als der Text der Septuaginta. Denn die Septuaginta, die griechische Übersetzung, stammt um 200 vor Christus. Meines Erachtens ist es eine fragwürdige Entscheidung, die Septuaginta so links liegen zu lassen. Die war übrigens auch die normalerweise gebrauchte Bibel zur Zeit Jesu und der Apostel. Wir sehen das daran, dass die alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament häufig, wenn nicht sogar in der Regel, aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung entnommen sind. Noch komplizierter wird die Sache dadurch, dass wir für die 5 Bücher Mose, nicht für das ganze Alte Testament, nur für die 5 Bücher Mose, noch eine dritte Quelle haben, das sogenannte samaritische Pentateuch. Pentateuch heißt zu Deutsch 5 Bücher, ein Fachbegriff auch für nur speziell die 5 Bücher Mose. Und dieser sogenannte samaritische Pentateuch, ihr seht es unten, ist mindestens 400 Jahre alt, möglicherweise sogar 1400 vor Christus, also 400 vor Christus, 2400 Jahre alt. Das Lexikon zur Bibel, von Fritz Rieniger herausgegeben, Gerhard Meyer überarbeitet, sagt, dass die Samaritaner sagen, sie hätten eine Handschrift dieses Buches aus dem Jahr 13 der Herrschaft der Kinder Israel übers Land Kanaan. Das heißt, aus dem Jahr 13 nach der Eroberung Kanaans, das wäre, wie ich in Klammer drunter geschrieben habe, circa 1400 vor Christus. Das wäre praktisch fast eine Originalhandschrift, kurz nach Mose verfasst. Gerhard Meyer schreibt dazu, das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen können, dass der Text der samaritischen Mosebücher gegen 400 vor Christus festgelegt sein muss. Das ist also die älteste Quelle zum Alten Testament, die wir haben. Wir haben also 3 verschiedene Quellen für die 5 Bücher Mose. Normalerweise kein großes Ding. Die Elberfelder weist in der Übersetzung unten gelegentlich darauf hin, wo der samaritische Pentateuch und die Septuaginta vom sogenannten masoretischen Text abweicht. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber bei unserem heutigen Thema spielt es eine Rolle, wo es um die Zeit geht. Denn diese 3 Quellen weichen wesentlich voneinander ab, wo es für die Chronologie entscheidend wird, nämlich beim Alter, das die Urväter bei der Geburt ihres erstgenannten Sohnes haben. Ich habe hier mal eine Tabelle mitgebracht, vielleicht könnt ihr es vom Platz aus erkennen. Wenn ihr da die unteren Zahlen anguckt, dann seht ihr, hier, wir können uns auf die 3 konzentrieren, wenn ihr die lesen könnt, dass beim samaritischen Pentateuch, der kommt insgesamt von der Erschaffung der Welt bis zur Flut, bis zur Geburt, bis zur Sintflut auf 1307 Jahre. Der masoretische Text, die hebräische Bibel, auf 1656 und die Septuaginta, die griechische Übersetzung, auf 2242. Macht einen Unterschied von fast 900 Jahren aus, von der kürzesten bis zur längsten Angabe. Das hängt damit zusammen, dass die bei der Geburt des erstgenannten Sohnes die Septuaginta oft 100 Jahre mehr hat als die anderen beiden. Später bei Genesis 11, beim zweiten Chronologie, kommt es nochmal vor. Da haben wir noch einmal eine größere Abweichung. Nur da an dieser Stelle, wo es um die Zahlen geht, da weichen diese 3 Quellen wesentlich voneinander ab.
Das sehen wir hier, werden wir uns später nochmal angucken bei Kapitel 11. Da seht ihr, da hat dann der masoretische Text bis von Adam bis Abraham knapp 2000 Jahre, der samaritische Pentateuch gute 2000 Jahre, 2249 und die Septuaginta 3314. Macht also fast 1400 Jahre Unterschied. Bevor wir zum Inhalt gleich kommen, das nur so kurz als Hintergrund, warum ich dazu neige, die längeren Zeiten der griechischen Übersetzung für richtig zu halten. Die Septuaginta stimmt häufiger mit den Funden von Qumran überein als der hebräische Text. Die Fußnoten in der Elberfelder, wer eine Elberfelder hat und da unten immer wieder die Fußnoten mal mitliest, bei den fünf Büchern Mose, stellt fest, dass wenn die abweichen, dann weichen meistens der samaritische Pentateuch und die Septuaginta miteinander vom masoretischen Text ab. Das heißt, die haben eine breite gemeinsame Überlieferung, und zwar eine alte. Und schließlich, was für mich besonders wichtig ist, hatte ich schon gesagt, das Neue Testament zitiert ganz wesentlich aus dieser griechischen Übersetzung. Das heißt, sie hatte bei den Aposteln ein ganz großes Vertrauen, sonst hätten die nicht als Zitierquelle verwendet. Das dürfte, soweit man nicht Hebräisch gesprochen hat und nicht die hebräische Bibel notwendigerweise gelesen hat, eben die Bibel, das Alte Testament zur Zeit Jesu gewesen sein. Die übliche Ausgabe. Das wollen wir hier jetzt aber nicht weiter vertiefen, aber so ein bisschen als Hintergrund. Wir halten aber fest, die ersten 11 Kapitel der Bibel umfassen einen Zeitraum von knapp 2000 bis 3000 Jahren. Um das nochmal zu veranschaulichen, das ist eigentlich die Quintessenz, das Ergebnis dieser Ausführungen. Die ersten 11 Kapitel umfassen einen Zeitraum von 2000 bis 3000 Jahren. Wenn man die ersten 3 weglässt, wo es noch um den Garten Eden und um den Sündenfall geht, dann sind es eigentlich nur 8 Kapitel, die die Zeit von der Vertreibung aus dem Garten Eden bis zur Berufung Abrahams beschreiben. 2000 bis 3000 Jahre in 8 Kapiteln komprimiert. Da sind die Berichte über die Schöpfung und den Sündenfall, Brudermord von Kain an Abel, den Einfall der Göttersöhne in die Menschheit, was wir nächsten Sonntag sehen werden, dann das Auswachsen des Bösen zum Gericht Gottes durch die Sintflut, Turmbau zu Babel, das dritte Gottesgericht, die Sprachenverwirrung. Und dann sehen wir im Kapitel 12 schon die Berufung Abrahams. Soweit sind wir heute noch nicht. Wir schauen Kapitel 4 ab Vers 17 und Kapitel 5 an. Was hier ganz wichtig ist, was wir gelesen haben, diese Verse, wir sehen bereits in Kapitel 4 eine sehr schnelle Entwicklung der menschheitlichen Kultur. Henoch, beziehungsweise allein Kain sogar selber, lesen wir, wurde der Erbauer der Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes. Also schon Kain war der Erbauer der ersten Stadt. Halten wir fest. Nehmen wir mit nach Hause. Kain war der Erbauer der ersten Stadt. Was heißt das ganz praktisch? Die Steinzeit, liebe Geschwister, können wir getrost vergessen. Die Steinzeit können wir getrost vergessen. Die gibt's als weltumfassende Kulturepoche nur in der Vorstellung von fehlgeleiteten Evolutionisten. Gewiss gibt's sogenannte steinzeitliche Funde. Das sagt aber über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte rein gar nichts aus. Menschen auf Steinzeitniveau gibt's bis heute. Steinzeit ist immer noch, und zwar fast auf allen Kontinenten. Ob wir an die australischen Aborigines denken, ob wir an die afrikanischen Bushmänner denken oder an die südamerikanischen Indianer im Amazonasgebiet, wir könnten noch viele andere, ich habe mich jetzt nicht hineingekniet, wahrscheinlich Papua-Neuguinea, die ganzen mikronesischen Inseln und vermutlich in Süd- und Mittelamerika und was weiß ich wo überall, erleben wir wahrscheinlich jede Menge Steinzeitkulturen, bis heute im Jahr 2016. Oder, ganz interessant, die Nachfahren der mathematisch hochbegabten Maya.
Gerade die Maya aus Mittelamerika zeigen uns, was Steinzeitkulturen wirklich sind. Nämlich auf Steinzeitniveau zurückgeworfene Hochkulturen. Die offizielle Geschichte der Maya beginnt 3000 vor Christus etwa, geht man offiziell davon aus. Ganz wichtiges Datum, kommen wir die nächsten Sonntage noch ein paar Mal drauf. 3000 vor Christus beginnen die Hochkulturen der Menschheit praktisch aus dem Nichts. Warum? Hat heute schon mal vorausgreifend jemand eine Ahnung? Warum beginnen die Kulturen der Menschheit als Hochkulturen aus dem Nichts heraus, etwa ab 3000 vor Christus? Nach der Sintflut, ganz einfach. Da beginnen die neuen Kulturen, explosionsartig nacheinander auf hohem Niveau. Auch die Kultur der Maya. Und bereits in ihrer Anfangszeit hatte die Maya-Kultur Städte mit Tempeln, gewaltige Bauwerke, die heute noch die Touristen in Staunen versetzen. Wir haben es früher, ich weiß noch, im Erdkundeunterricht, ob das jetzt die Maya waren oder andere Bauwerke, unglaublich wie präzise die mit ihrer damaligen Handwerkskunst gigantische Felsquader behauen haben. Da kriegt man zum Teil heute noch kein Blatt Papier dazwischen, die haben keinen Zement gehabt, die haben die Felsquader so präzise bearbeitet, dass die sauber aufeinander liegen. Und dann, und das ist der Punkt, deshalb erzähle ich das, die haben etwa 3000 Jahre ihre Kultur oder fast 4000 auf hohem Niveau gehalten, nach offizieller Zeitrechnung, und dann brach die Maya-Kultur plötzlich in sich zusammen, ab 900 nach Christus. Und ihre Nachfahren lebten mehr und mehr wieder auf Steinzeitniveau. Und die Wissenschaft rätselt bis heute, was diesen Zusammenbruch ausgelöst haben kann. Die Ursachen könnten Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen gewesen sein. Man weiß es nicht. Aber die Maya hatten die einst am höchsten entwickelten Kultur auf beiden amerikanischen Kontinenten. Und ihre Nachfahren lebten dann auf Steinzeitniveau irgendwann weiter. Führt es deshalb so breit aus, wir sehen, was Steinzeitkulturen sind. Zusammengebrochene Hochkulturen. Es gibt Überlegungen, wenn heute, wir hatten ja auch schon mal bei anderer Gelegenheit über das Thema Stromausfall geredet. Stellt euch vor, der Strom fällt aus. Nicht nur für ein paar Tage, für ein paar Stunden, für ein paar Wochen. Möglicherweise so, und das könnte bei einem größeren Blackout-Stromausfall durchaus passieren, dass die Infrastruktur insgesamt substanziellen Schaden erleidet. Stellt euch vor, wir hätten einige Jahre keinen Strom. Fachleute sagen, das ist nicht unrealistisch, dass das passieren könnte. Wir würden zurückgeworfen aufs Niveau des Jahres 1800. Da sind wir nicht wahnsinnig weit von der Steinzeit weg. Ja? Da sind wir bei dem, was wir mit bloßen Händen erarbeiten können. Ja? Und wenn noch die Schmiede und so weiter, die noch mit dem Blasbalg von Hand oder mit dem Fuß haben, auch von uns weg sind, das alte Handwerk von uns ausgestorben ist, dann wirft es uns noch weiter zurück. Dabei sehen wir übrigens auch, was für ein absoluter Wahnsinn es ist, sich komplett von der Elektrik und der Elektronik abhängig zu machen. Wenn die wegfällt, bricht unsere Kultur komplett zusammen. Steinzeitkultur, zusammengebrochene Hochkulturen. Es gab wohl genauso wenig jemals Höhlenmenschen, wie es Höhlenbären gab. Vielmehr haben Menschen und Tiere zeitweise vor gewaltigen Naturkatastrophen und Menschen vielleicht auch vor Kriegen Schutz gesucht in Höhlen. Klar, wenn die Welt bebt, wenn es vielleicht Kometeneinschlag gibt, gigantische Vulkanausbrüche, die Welt im Untergang ist, dann suchen Menschen Schutz, wo Schutzräume sind, und das sind Höhlen. Tiere ebenso. Das heißt, durch Kriege, Naturkatastrophen oder Seuchen gingen kulturelle Eigenschaften, Errungenschaften verloren und ganze Hochkulturen fielen wieder auf Steinzeitniveau zurück. Sie mussten mit dem leben, was die Natur ihnen bietet. Und das, was sie mit ihren eigenen Händen, mit ihren 10 Fingern machen können. Bis sie wieder eine neue Kultur aufgebaut haben oder wie die Mayas im Prinzip über Jahrhunderte auf Steinzeitniveau verharrten.
Aber eine Steinzeitkultur am Anfang der Menschheit gehört ins Reich der Evolutionsmärchen. Die Menschheit begann vor rund 6.000 bis 7.000 Jahren mit der Erschaffung von Adam und Eva. Und danach breitete sich die Menschheit in atemberaubender Geschwindigkeit aus. Dazu hatte sie von Gott ja auch den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Und wir haben gesehen, dass spätestens mit Lamech auch die Polygamie, die Mehrehe einsetzt. Gegen Gottes Wort zwar, aber hat natürlich noch zur schnelleren Ausbreitung der Menschheit beigetragen. Selbstverständlich heirateten die ersten Generationen untereinander im engsten Verwandtschaftskreis. Was anderes stand gar nicht zur Verfügung, war aber auch kein Problem, weil es noch keine großen Gendefekte gab. Von der Schöpfung bis zur Sintflut, wir haben es gesehen, vergingen 1000 bis 1300 bis knapp 2300 Jahre. In dieser Zeit kann die Menschheit auf viele Millionen oder sogar Milliarden angewachsen sein. Gibt es Modellberechnungen? Also ich habe es erst dieser Tage nochmal gelesen. Also man geht davon aus, wer es durchrechnet, sagt, es können ohne weiteres rein mathematisch in dieser Zeit bis 2 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Wir wissen es nicht, wie viel durch Krankheit, durch Kriege oder anderes auch wieder gestorben sind. Aber die Menschen haben ja lange gelebt. Das heißt, auch bei den Frauen und so weiter, die Phasen der Fruchtbarkeit, die Möglichkeit, Kinder zu kriegen, war logischerweise auch entsprechend lang. Da hatte eine Familie eben nicht nur 5 oder 10 oder 15 Kinder, wie es noch zur Zeit des Ersten Weltkrieg der Fall war, üblich. Die hatten dann vielleicht 80, 100 oder sogar ein paar hundert Kinder. Jabal wurde der Vater der Hirtennomaden. Sein Bruder Jubal gründete den Clan der Musiker und Instrumentenbauer und Tubal-Kain den der Schmiede. Wir sehen auch hier nicht nur der Städtebau, Viehzucht, Musik und Instrumentenbau, Schmiedekunst entwickelten sich innerhalb der ersten Generationen der Menschheit. 1. Mose 4 schließt dann mit dem Hinweis in Vers 26, damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Das ist im Grunde eine Überleitung aufs nächste Kapitel. Damals meint, nachdem anstelle des ermordeten Abel der Nachkomme Seth, dem Adam und der Eva geboren war, und dessen Sohn Enosch. Über diese beiden, über Seth und Enosch, geht nun die Segenslinie der Menschheit weiter, die durch den Brudermord an Abel so jäh zerstört worden war. Damit kommen wir zu Kapitel 5, dem ersten Geschlechtsregister der Bibel von Adam bis Noah. Reißt einen vielleicht nicht unbedingt vom Hocker so ein biblisches Geschlechtsregister. Als ich das erste Mal mit 15 Jahren die Bibel ganz gelesen habe, muss ich sagen, habe ich da auch ziemlich flächig drüber weggelesen und auch in den Jahren drauf. Aber im Grunde ist schon interessant, was auch in so einem Geschlechtsregister drin steckt. Erstens sorgt ja das hohe Alter, das die Menschen vor der Flut überhaupt erreicht haben, für Erstaunen und Diskussion. Adam wurde 930 Jahre alt, der sprichwörtliche Methusalem, der älteste Mensch der Menschheitsgeschichte, sogar 969 Jahre. Interessant ist, liebe Geschwister, und das werden wir auch in den nächsten Sonntagen immer wieder sehen, dass die Bibel auch mit diesem außergewöhnlichen Wissen nicht allein ist. Die alten Kulturen der Menschheit teilen dieses Wissen. Die älteste Kultur ist die sumerische, Zweistromland. Die Wiege der Menschheit lag logischerweise nicht in Afrika, wie man uns heute weismachen will, um das Zeugnis der Schrift zu leugnen. Die Wiege der Menschheit lag logischerweise dort, wo die älteste Kultur der Menschheit nachzuweisen ist. Das ist das Zweistromland, so wie es die Bibel uns sagt, das Land der Sumerer. Und die sumerische Kultur teilt ihre Könige ein in Könige vor der Flut und nach der Flut. Flut ist ein fester Bestandteil der Menschheitsgeschichte und des menschlichen Wissens. Und vor der Flut führt die sumerische Königsliste 8 Könige an.
Und diese acht Könige regierten, wir halten uns jetzt fest, nach den sumerischen Legenden insgesamt 241.000 Jahre. Also fast eine Viertelmillion Jahre. Jeder einzelne zwischen 18.600 und 43.200 Jahren. Ist natürlich mythisch, legendisch, völlig überzogen. Das erleben wir an den außerbiblischen Quellen öfter. Dass die ein Grundwissen haben, das aber in absurder Weise verfremdet ist. Aber weshalb ist total interessant? Auch die Sumerer wussten, und das ist das gemeinsame Grundwissen, vor der Flut wurden die Menschen viel, viel älter als danach. Hochinteressant, gell? Uns scheinen auch die 800 oder 900 Lebensjahre immer noch sehr, sehr viel, aber wir sehen, die biblischen Zahlen sind extrem bescheiden und glaubwürdig im Verhältnis zu denen der alten Sumerer. Bibel berichtet uns zuverlässig exakt. Überraschend ist auch in Kapitel 5 das hohe Alter bei der Geburt des jeweils erstgenannten Sohnes. Hatte schon gesagt, erhöht sich meist sogar noch um 100 Jahre gegenüber dem, was in unseren deutschen Übersetzungen normalerweise drinsteht, wenn man der griechischen Übersetzung der Septuaginta folgt. Warum waren die bei der Geburt ihres erstgenannten Sohnes zum Teil schon 70 Jahre, vielleicht 170 Jahre und so weit älter? Erklärt sich meines Erachtens dadurch, das sehen andere bibeltreue Ausleger auch so, dass es sich eben um den Erstgenannten und nicht um den erstgeborenen Sohn handelt. Der Erstgenannte ist immer der, über den jeweils die Segenslinie Gottes eine Generation weitergeht. Dafür spricht zum Beispiel, wir hatten gerade vorhin die Nachkommen Kains angeschaut, gehört in der Lesung. Fällt euch was auf? Es ist kein Alter angegeben, interessiert nicht, ist nicht Segenslinie. Bei der Geburt Seths ist das Alter angegeben, wie alt Adam war, als Seth geboren wurde. Als Kain geboren wurde, war kein Alter angegeben, interessiert nicht, war nicht die Segenslinie. Seit der Geburt des Kain mögen 100 Jahre oder mehr vergangen sein, aber erst Seth und seine Nachkommen und sein Nachkomme Enosch sind echte Anbeter Gottes. Das wird da ganz ausdrücklich betont. Ich habe da auch eigentlich immer, man liest da so drüber weg, aber es ist schon interessant, dieser Vers 26, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da steht Jahwe. Interessant. Da ist schon auch der Jahwe-Name, mit dem sich Gott dann am Dornbusch wieder vorstellt, ich bin der Ich Bin, schon bekannt. Den hat man schon seit den Tagen Seths angerufen und angebetet. Insgesamt scheint die Gottesfurcht allerdings nicht besonders ausgeprägt gewesen zu sein. Sünde und Tod beherrschen den Menschen nach dem Sündenfall und nach jedem Anhör in Kapitel 5 heißt's zum Schluss, und er starb. Was Gott im Garten Eden angekündigt hat, das wird nun Generation um Generation bittere Wirklichkeit. Und er starb. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Auch wenn es bei Adam 900 Jahre etwa oder 930 gedauert hat, bis das Realität wurde, die Frucht des Sündenfalls, aber sie wurde Realität. Gottes Mühlen mahlen langsam, sagen wir, aber trefflich fein. Gottes Wort geht in Erfüllung, auch wenn es 930 Jahre oder mehr dauert. Ein einziger ragt aus dieser Kette der Sterbenden heraus. Er lebte auch nur mickrige 365 Jahre, das war Henoch. Nach 365 Lebensjahren wurde er vom Herrn entrückt. Henoch ist der einzige über diesen Zeitraum von 1000 bis 2000 Jahren bis Noah, von dem ausdrücklich betont wird zweimal, dass er mit Gott wandelte.
Das dürfte sicher auch für die anderen Genannten gelten, denn wir haben ja gesagt, das ist die Segenslinie. Das heißt, die anderen 10 genannten Urväter haben sicher auch mit Gott gelebt, aber bei Henoch war es offensichtlich in einer ganz besonders intensiven Weise der Fall. Und Wandeln ist ja nicht nur eine Sache einer Stunde, etwa der Stunde der Bekehrung oder der Taufe. Nein, mit Gott wandeln ist eine Lebensaufgabe. Henoch wandelte mit Gott. Er verbrachte sein Leben mit ihm. In der Entrückung Henoch sehen etliche Ausleger ein Vorbild für die Gemeinde und leiten daraus ab, dass auch die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird, vor dem Strafgericht Gottes, so wie Henoch vor dem Strafgericht Gottes, nämlich vor der Sintflut, entrückt wurde. Ob diese Deutung richtig ist, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Mit der Entrückung Henochs aber, und das finde ich total interessant wieder, haben wir schon ein deutliches Zeugnis vom Leben in der himmlischen Herrlichkeit bei Gott. Wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, ergibt sich aber aus der Sache. Logisch, denn wenn Gott den Henoch entrückt, wohin soll er ihn denn weggenommen haben? Ja, doch nicht ins Totenreich, sondern logischerweise zu sich in seine himmlische Herrlichkeit. Also da sehen wir schon, im 5. Kapitel der Bibel haben wir Ewigkeitshoffnung, Ewigkeitsbotschaft, Erlösung. Sonst hören wir wenig von geistlichem Leben mit Gott. Es scheint eine Zeit gewesen zu sein, in der gottlose Finsternis herrschte. Von einem ganz besonderen Einbruch der Finsternis werden wir am nächsten Sonntag hören. Aber jetzt noch zum Schluss ganz wichtig, bevor die Bibel von diesem nächsten Einbruch der Finsternis berichtet, wird schon der Trost angekündigt, das helfende Eingreifen Gottes. Nicht nur Henoch ragt aus diesen 10 genannten Männern heraus, einschließlich Adam, sondern auch der letztgenannte Noah wird hervorgehoben. Sein Vater Lamech spricht bei der Geburt Noahs ein wahrscheinlich prophetisches Wort über seinen Sohn aus. Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Dieser wird uns trösten. Wir hören in diesen Worten einerseits das Stöhnen über die Last des Lebens, die Mühsal, die Arbeit, wird zweimal ausdrücklich betont. Und damit dürfte nicht nur die Last der Arbeit gemeint sein, sondern wohl auch die geistliche Finsternis der Zeit. Interessant ist die Übersetzung der Septuaginta. Im Griechischen vertrösten geht sogar über das Trösten hinaus und deutet schon an, was kommt, heißt eigentlich Ruhe verschaffen, beenden, eine Pause schaffen. Denn mit Noah und der Sintflut kommt ja tatsächlich dann ein Ende für die Bösen auf dieser Erde. Die werden in der Flut vernichtet. Ist dort bereits angekündigt und angedeutet, dass es mit den meisten Bösen ein Ende nehmen wird. Aber durch ein furchtbares Gericht hindurch. Das sehen wir bis heute, Gott lässt dem Bösen Raum. Aber dann, irgendwann, beseitigt er dieses Böse immer wieder durch sein machtvolles Eingreifen. Oder er setzt ihm zumindest eine deutliche Grenze. Dieser Kampf des Bösen, welcher das Werk Gottes zunichte machen will, ist da im Grunde von den ersten Kapiteln der Bibel und von den ersten Versen an da. Wenn wir 1. Mose 1, Vers 2 lesen, und die Erde war wüst und leer. Ein Tohu Wabohu. Dann ist hier schon dieser Kampf angedeutet. Das Tohu Wabohu ist das Chaos, das Satan mit seiner Empörung gegen Gott angerichtet hat. Und er trägt dieses Chaos hinein in den Garten Eden. Er zerstört damit den Frieden zwischen Gott und den Menschen und den Frieden in der gesamten Schöpfung. Ein erstes furchtbares Gericht Gottes ist die Folge, eigentlich ja das schlimmste Gericht der Menschheit überhaupt, nämlich die Vertreibung aus dem Garten Eden. Hat damals zwar nur 2
explizit betroffen, aber es war das schlimmste Gericht der Menschheit. Der Mensch muss hinaus aus dem Garten Eden, hinaus aus der Gemeinschaft mit Gott, hinaus aus seinem eigentlichen Leben, zu dem er berufen ist, hinaus in Chaos, Finsternis, Leid und Kampf. Aber Gott bleibt denen weiter nahe, die ihn suchen. Und so geht die Segenslinie über die Urväter bis hin auf Noah. Und Henoch lebt sogar in ganz besonders enger Verbundenheit mit Gott. Dachte bei der Vorbereitung, ein Hauch von Garten Eden bleibt da, wo Menschen nah bei Gott leben. Auch wenn wir alle außerhalb des Garten Edens leben, aber ein Stück Garten Eden dürfen wir in unserer persönlichen Beziehung mit Gott doch immer wieder haben. Aber sind wenige, damals wie heute, und die Finsternis bricht mit neuer Macht herein. Aber egal wie sehr die Finsternis auch tobt, der Trost und das Eingreifen Gottes sind nicht fern. Liebe Geschwister, das gibt auch uns jeden Tag neue Kraft und neuen Mut. Wir wissen, unser himmlischer Vater ist nahe. Manchmal sieht es so aus, als hätte er uns vergessen, aber das täuscht. Er wartet nur auf den optimalen Zeitpunkt zum Eingreifen. Wir verzweifeln schon und sagen, Herr, jetzt wird's aber mal dringend Zeit. Aber der Herr wartet, bis genau der richtige Zeitpunkt ist. Und dann greift sein starker Arm ein. Und wenn der kommt, der Zeitpunkt seines Eingreifens, dann kommen wir immer wieder aus dem Staunen nicht heraus. Und sind wir gespannt, wodurch Gott uns in diesem vor uns liegenden Jahr noch zum Staunen bringen wird. Dürfen voller Erwartung sein. Amen.